Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 10. Juni. Sich öffentlich entschuldigen, das hat derzeit nicht so Konjunktur. Von der Kirche möchte man keine Entschuldigungen hören, zumindest wenn sie Ersatz für Taten sein sollen. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sagt, mea culpa ist nicht so mein Ding. Und die Bundeskanzlerin Merkel, die hat auch gerade gesagt, dass sie sich nicht entschuldigen wolle für ihre Politik. Aber ich muss mich entschuldigen, denn ich habe sie 3 Tage lang an der Nase herumgeführt und sie beschäftigt mit dem zweiten Korintherbrief, der in der Leseordnung der Liturgie überhaupt nicht dran ist. Denn wir sind nicht im Lesejahr 1, sondern wir sind im Lesejahr 2. Und dass wir zusammen den zweiten Korintherbrief bedacht haben, ist auch nicht 2 Jahre her, wie ich neulich sagte, sondern 1 Jahr. Also es stimmt alles überhaupt nicht. Es wundert mich ein klein bisschen, dass keiner und keine von Ihnen mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe ja Gott sei Dank viele Zuschauerinnen. Und nur die Lori, der ist es aufgefallen beim Vorbereiten des Gottesdienstes. Und dann hat sie mich da von meinem Ego-Trip wieder zurückgeholt. Ich bin ganz alleine ins falsche Lesejahr hineinmarschiert und habe sogar mal eine Lektorin im Gottesdienst dazu gebracht, die falsche Lesung zu lesen. Also furchtbar. So, schnellstens zurück ins Lesejahr 2 und ins erste Buch der Könige, wo wir schon 3 Tage Elia-Geschichte verpasst haben. Elia, also der Mann, der von den Raben ernährt wird am Bach Kerit, wo er sich hinretten muss, auf der Flucht vor der Königin Isabel, die er sich zur Todfeindin gemacht hat, dadurch, dass er die Baalspfaffen auf dem Karmel über die Klinge hat springen lassen. Ihre Religionsdiener, die hat er in einer Feuerprobe besiegt und dann die Gunst der Stunde genutzt und sie alle niedermachen lassen, alle tot. Und jetzt sagt Königin Isabel, wenn es dir nicht so geht wie einem jeden von denen, dann sollen mir die Götter dies und das antun. Ja, und dann muss er rennen und sich flüchten und wünscht sich den Tod herbei in einer großen Niedergeschlagenheit und muss nach Süden ausweichen und rennt dann immer weiter. Und dann wird aus dieser Flucht eine Wallfahrt. Er kommt an den Berg Horeb, das ist der andere Name für den Sinai, für den Gottesberg, wo Mose unter furchtbarem Donner und Krach und einschüchternden Blitzen und allem, was so also die Natur aufbieten kann an Schreckerregendem, seine Gotteserfahrung gemacht und die Gesetzestafel erhalten hat. Also, da stand Elia auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat heraus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Ja, Gott sei Dank, also gerade rechtzeitig, um Elia auf diesem wichtigen Weg zu begleiten, wo er eine einschneidende Erfahrung mit dem Anderssein Gottes macht. Er ist ein Prophet wie Feuer und bestimmt hat er den Herrn gebucht, dass der auch ein Gott wie Feuer ist oder ein Gott, der mit Erdbeben, Sturm und Feuer eingreift, straft und richtet. Und jetzt kommt Gott ganz, ganz anders zu ihm und zu uns. Gott segne und behüte Sie alle.